einfach gerade rein und dann so und dann so. Wir bauen heute einen Pflanzenständer und zwar haben wir hier in Porto ein langes Wohnzimmer, also es ist einfach ein langer Schlauch und wir mieten teilmöbliert, das heißt wir haben die Basismöbel da, aber so richtig wohnlich ist es nicht und um diese beiden Probleme zu lösen, habe ich mir gedacht, machen wir so eine kleine Pflanzenecke. Also wir haben schon eine Pflanze im Korb und werden auf dem Boden noch ein, zwei Pflanzen dazustellen, aber damit das Ganze so ein bisschen dreidimensionaler wird, bauen wir heute einen Pflanzenständer. Ich bin Linda, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bastel und werkle auf diesem Kanal und ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier abonniert. Für diesen Plantstand brauchen wir eigentlich gar nicht so viel Material. Ich habe Rundhölzer gekauft und so ein Vierkantholz hatte ich noch da. Ansonsten brauchen wir noch Holzdübel und Holzleim. Mal gucken, ob das wirklich so einfach wird, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir natürlich ein paar Anleitungen angeguckt und es ist wohl gar nicht so einfach, dass das alles am Ende so aufeinander passt und gerade steht. Aber das testen wir jetzt einfach mal aus. So, wir arbeiten in meiner Lieblingswerkstatt bei uns auf dem Balkon. Ich habe hier so ein Vierkantholz. Damit baue ich die Basis für den Pflanzenpott. Also das wird so über Kreuz gestellt. Das messe ich mir jetzt aus. Also mein Pott läuft ein bisschen breiter nach oben. Das heißt, es sollte schon so breit sein, dass es dem oberen Teil passt. Genau, das werde ich jetzt als Maß nehmen und mir zwei Stückchen zusägen, die ein bisschen breiter sind. Also wir haben hier 25 cm für den Pott. Also schneide ich mir 27 cm zu, dann habe ich einfach ein bisschen Spielraum. Sieht irgendwie so kurz aus, ich stelle den Top mal nochmal drauf. Oh, das passt, genau. Also was ich gelesen habe, soll man möglichst akkurat arbeiten. Das liegt mir ja sehr. Das sind meine zwei Holzstückchen, die werden jetzt so aufeinander gesetzt und dafür brauchen wir jetzt eine Aussparung auf jeder Seite. Also ich markiere mir jetzt die Mitte und das Ganze muss so breit sein, wie dieses Stückchen breit ist. Also das sind 2,7 oder 1,35 auf jeder Seite. Akkurat arbeiten, haben sie gesagt, also halb Millimeter genau. So. Um das jetzt auszusägen, gibt es zwei verschiedene Taktiken. Ich hätte gedacht, man geht einfach mit der Stichsäge rein und macht die Ecken mit einem Bohrer, also dass man die Stichsäge drehen kann, weil man ja nicht so wirklich ums Eck kommt. Steffen meinte, das macht viel mehr Sinn, wenn man das mit einem Beitel macht. Und darum probieren wir jetzt einfach beide Versionen aus. Ich nehme den 6er Bohrer. Passt gut, dass unsere Stichsägenblatt da gut reinpasst. So viel zum Thema akkurat arbeiten. Ich bin irgendwie ein bisschen zu sehr in die Ecke geraten und habe jetzt hier so einen Bobbel. So, wie funktioniert dein System jetzt? Einfach gerade rein und dann so und dann so. Also das sieht jetzt auf jeden Fall interessant aus, die Pommes-Taktik. Mit einer Stichsäge, wenn man Bock auf Sägen hat, macht es auf jeden Fall Gaudi. Wenn man keine Stichsäge zur Hand hat, ist es auf jeden Fall wahnsinnig viel Arbeit. Jetzt versuchen wir mal, ob wir diese Blätter hier rausbekommen mit dem Beitel. Wir machen jetzt hier noch eine Rundung dran, damit sich das eckige Holz schön an das Runde schmiegt. Dafür verwenden wir Forstnerbohrer, das sind diese hier. Von der Größe her sollten die so groß sein wie unser Rundholz.
Also ich habe es natürlich nicht geschafft, das Ganze mittig anzusetzen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein kleines Loch. Ich versuche das jetzt nochmal zu korrigieren. Nee, ich rutsche natürlich direkt wieder rein. Also das funktioniert richtig beschissen, weil man praktisch keinen Halt hat mit dem Forstnerbohrer. Man hat es ja an der Seite schon abgesägt und man braucht ja eigentlich nur die Hälfte. Aber dadurch rutscht ich die ganze Zeit ab. Und ich frage mich gerade, warum ich das nicht einfach vorher gemacht habe. Also ich glaube, jetzt so im Nachhinein betrachtet, würde ich einfach das große Stück nehmen und da zumindest das mittlere Loch so komplett bohren und es dadurch teilen, statt jetzt hier dieses Gewerch, weil einfach wirklich die Stabilität fehlt. Zweite Runde, ich probiere mal mit dem kleineren Bohrer, einfach damit es mir nicht so ausreißt. Also das ist jetzt mit dem kleineren, das ist mir jetzt hier unten voll ausgerissen. War natürlich ein bisschen stürmisch und ich habe mich so darauf konzentriert, dass ich da hier gerade durchgehe. Jetzt passt natürlich mein Rundholz nicht mehr rein. Das heißt, ich werde jetzt gucken, dass ich jetzt hier wegschmürgel, so gut es geht, dass ich einfach so ein bisschen diese Rundung nutze. Na gut. Also ein bisschen werde ich noch feilen, dass es noch ein bisschen weiter reinrutscht. Ob es jetzt wirklich so die richtige Lösung ist, weiß ich auch noch nicht. Also ich versuche es nochmal so zu machen, wie ich denke, dass es richtig ist mit dem Restholzstück, also mit der zweiten Seite. Das heißt, ich nehme das gesamte Stück und bohre da nochmal einmal durch, damit mein Forstnerbohrer darauf Halt hat. Das ist mein Reststück. Darauf lege ich mir jetzt das auf, was ich schon zugesägt habe, weil ich möchte trotzdem noch, dass sie gleich groß sind. Und male mir das hier an auf beiden Seiten. Wie man sieht, das mit dem akkurat Arbeiten haben wir mittlerweile aufgegeben. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ganz gerade hat das nicht geklappt. Ich würde eher sagen, es ist Kunst. Aber man muss sagen, es passt jetzt auf jeden Fall gut rein. Und es ist natürlich der 3 cm Durchmesser. Das sieht natürlich ein bisschen ulkig aus, weil es so ein bisschen sich schief rumschmiegt. Die andere Seite mal testen. Ja, das ist zu schief. Zweiter Versuch. Irgendwie ist es jetzt viel breiter. Ich weiß auch nicht. Also die zweite Lücke ist viel breiter. Jetzt sitzt es nicht mehr so saugenschmatzend, sondern eher ein bisschen locker. Wie habe ich das denn geschafft? Die sind 1 Meter lang. Das heißt, ich schneide sie jetzt bei 50 cm auseinander. Ich finde, das ist eine ganz vernünftige Höhe. Und unsere zwei Teile bringen wir jetzt zusammen. Dazu bohren wir Löcher einmal hier in unsere wunderschön ausgeschnittenen Rundungen und einmal in unsere Rundhölzer. Und dann setzen wir das zusammen, kleben das, beziehungsweise wir haben Holzdübel da, damit das gut miteinander verbunden ist und die Pflanze auch gut hält. 15 cm. Meine Holzdübel sind 8 mm, das heißt, ich nehme jetzt einen 8 mm Holzbohrer und bohre auf beiden Seiten 2 cm rein. 4 cm sind die Dinger lang. Okay, das sind 2 cm, das heißt, ich klebe mir das hier an, damit ich nicht zu tief bohre. Jetzt wird es spannend. Jetzt setzen wir die Einzelteile zusammen und verleimen sie ein bisschen. Ich bin echt gespannt, ob das Ding hält. Ich setze es jetzt erstmal ohne Leim zusammen. Scheiße. Fuck.
Das passt ja gar nicht. Wie kann denn das sein? Also ich glaube, ich verleime es jetzt alles mal miteinander. Ich beginne mal mit dem Mittelteil, dass der einfach schon mal in sich stabil ist. Und dann gucke ich mal, welches wo am besten drauf passt, welche Seite, weil die natürlich nicht perfekt gerade gebohrt sind. Spruz rein. Hätte man vielleicht einfach ein Stückchen weiter bohren müssen. Zusammenfassend kann man sagen, das mit dem Plantstand hat nicht so wirklich gut funktioniert. Das größte Problem ist, diese Rundungen hinzukriegen. Also mit einem Forstnerbohrer diese Kanthölzer so zuzusägen, dass sie an die Rundhölzer passen. Wenn ihr euch da auskennt oder wisst, wie man ganz besonders schön gerade sägen kann oder wie man das richtig macht, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich werde euch wissen lassen auf Instagram, wie lange der Plantstand überlebt oder ob er irgendwann einfach zusammenkracht. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr mich hier auf YouTube abonniert und wir sehen uns hier nächste Woche wieder.